herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Train Simulator 2022, der Danny spielt das. Wie ihr seht, stehen wir hier mit unserem IC in Dresden und haben die Aufgabe, diesen bis nach Leipzig zu fahren. Und zwar ist das der fünfte Teil von Fahrzeit 60 von 3D-Zug und er nennt sich IC nach Köln. 24, 44 an die Fahrdienstleitung, bitte kommen. Habe den Zug vom Rangierdienst übernommen und bin abfahrtbereit. Alles klar. Du fährst den Zug bis Leipzig und wirst dort abgelöst. Du hältst in Dresden-Neustadt und Riesa. Bitte vor der Übergabe bei mir abmelden, sobald du in Leipzig Hauptbahnhof eingefahren bist. Gute Fahrt. Alles klar, dann bis später. Ja, damit habt ihr auch unseren Auftrag gehört für heute. Wir fahren diesen Zug bis nach Halle Leipzig Hauptbahnhof und hoffen, dass alles gut geht. Aber davon gehen wir jetzt einfach mal aus. So. 15:12 haben wir Abfahrt, das heißt, wir haben noch ein paar Minuten Zeit, um uns hier ein wenig umzusehen. Im Dresdner Hauptbahnhof. Da hinten steht noch auch ein IC. Unsere Züge schonen die Umwelt, unsere Preise schonen ihren Geldbeutel. Naja. Ich habe letztens für eine ICE-Fahrt, erste Klasse, von Borken über Essen Hauptbahnhof bis nach Hamburg Hauptbahnhof knapp 100 Euro bezahlt. Also könnt ihr jetzt selber sagen, ob das günstig ist oder nicht. Ich finde, es geht. Für erste Klasse ist das schon ertragbar, würde ich sagen. So. Hier ist aber soweit weiter nichts los. Wie gesagt, da oben der IC, da die Hamsterbacke. Da vorne steht unser IC. Aber sonst ist hier noch nicht allzu viel los. Was steht da hinten noch? Steht doch auch noch was rum. Steht doch auch noch was an Rollmaterial. Da steht ein Regionalexpress. Abgebügelt. Beziehungsweise ist abgebügelt ist er gar nicht. Weil er steht hier abgestellt rum mit. Wie viel Dostus? Zwei Dostus. Das ist eine S-Bahn. Und zwar ist das die S3 nach Dresden Hauptbahnhof. Die ist hier natürlich schon angekommen. Ich denke mal, die wird jetzt warten und dann den nächsten Abfahrmoment. Aber ansonsten ist hier nun wirklich nicht viel los. So, dann werden wir uns mal wieder ein wenig bis nach uns begeben hier, zu unserem Zug. Denn wir haben Ausfahrt. So. Erste Station, Dresden-Neustadt.
So, Dresden-Neustadt dürfte jetzt nicht allzu bald 6 weg sein. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie sehr herzlich im Intercity 2444 auf der Fahrt nach Köln Hauptbahnhof mit Halten in Dresden-Neustadt, Riesa, Leipzig Hauptbahnhof, Flughafen Halle Leipzig, Halle Hauptbahnhof, Köthen, Magdeburg, Braunschweig, Hannover, Minden, Erfurt, Bielefeld, Gütersloh, Hamm in Westfalen, Dortmund, Hagen, Wuppertal und Solingen. Der nächste Halt des Zuges ist in Kürze zum Einstieg Dresden-Neustadt. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Also der nächste Halt ist nur zum Einstieg gedacht. Das heißt, jeder, der in diesem Zug sitzt und fälschlicherweise hier drin sitzt, hat wahrscheinlich die nächste Möglichkeit zum Aussteigen erst in Riesa. So, noch ist 40, aber das wird sich gleich ändern. Gott sei Dank. So, Dresden-Neustadt, unmittelbar. Steht unmittelbar bevor, aber hier ist 60. Zumindest kommt das jetzt gleich. Nein, das wollte ich. So, Ankunft Dresden-Neustadt. Wunderschön. Störung. Oh ja, hier steht einiges rum an Fahrgäste. Türfreigabe. 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 So, wir öffnen die Türen. Pünktlich sind wir auch, wunderschön. Dann werden wir uns hier mal ein wenig umsehen. Obwohl es ja jetzt auch nicht so viel zu sehen gibt. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Eigentlich ein typischer Bahnhof mit einer
einer Überdachung, mehreren Gleisen und ja, das war es dann auch. Es ist halt ein Nebenbahnhof. Der eigentliche Hauptbahnhof ist halt Dresden Hauptbahnhof und ja, ein kleinerer Nebenbahnhof hier. Obwohl man hier mit Sicherheit auch viel sehen kann, wenn man sich hier zum Beispiel positioniert zum Spotten. Sicherheit viele Durchfahrten, weil ich denke nicht, dass hier sämtliche Fernverkehrszüge anhalten. Ein paar Regionalbahnen, Regionalexpresse könnte ich mir noch vorstellen. Aber ich denke, der normale Fernverkehr wird hier durchlaufen. Würde ich jetzt einfach mal stark behaupten. So, los geht's. Nächste Station, Riesa. So, wir haben weiterhin 80. Müssen natürlich ja erstmal aus dem ganzen Bahnhofsbereich raus sein, bevor wir weiterhin beschleunigen dürfen oder weiter beschleunigen dürfen. Meine Damen und Herren, wir begrüßen alle in Dresden-Neustadt Zugestiegenen im Intercity 2444 auf der Fahrt nach Köln Hauptbahnhof über Riesa, Leipzig Hauptbahnhof, Flughafen Leipzig-Halle, Halle Hauptbahnhof, Köthen, Magdeburg, Braunschweig, Hannover, Minden, Herford, Bielefeld, Gütersloh, Hamm in Westfalen, Dortmund, Hagen, Wuppertal und Solingen. Den Endbahnhof Köln Hauptbahnhof erreichen wir voraussichtlich um 22 Uhr. Der nächste Halt des Zuges ist Riesa. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Ja, Ankunft in Köln 22.45 Uhr. Also das ist schon noch eine längere Fahrt, würde ich sagen. Aber ja, auch das gibt's. Wer jetzt von Dresden wirklich bis nach Köln möchte, der braucht entweder ein starkes Portemonnaie wegen dem Bordbistro. Oder aber ordentlich Proviant, weil ja, es wird eine lange, lange Fahrt. Ich hätte da nichts drauf entgegen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mal ja, bis nach Dresden fahren würde mit dem IC oder dann von Dresden nach Köln oder sogar runter bis München. Holla die Waldfee! Oder man macht es ganz anders. Von oben, von Kiel runter bis München. Mit einem IC. Mein lieber Herr Gesangsverein. Da sitzt du den ganzen Tag im Zug. Den ganzen Tag. Mag für den einen schön sein, ist für den anderen vielleicht weniger schön. Kommt immer drauf an. Für mich wäre es schön. Also ich könnte mir nichts Besseres vorstellen. Quer durch Deutschland mit dem Zug, was gibt Schöneres? Und wenn man dann die ganze Strecke noch filmt, die ganze Fahrt, das wird mal mehr. Erste Klasse, was willst du denn mehr? Also ich könnte mir das richtig schön vorstellen. Das ist mit Sicherheit schön. So, 160. Wunderschön. Das sind jetzt auch gepflegte 45 Kilometer bis Riesa.
So, und bis Leipzig sind es noch über 100 Kilometer. Das heißt, wenn wir diese 43 Kilometer weg haben, dann sind es immer noch über 60. Bis Leipzig. Ich denke, dass ich das Ganze splitten werde. Das dann doch sonst einfach zu lang wird. Oh, IC3, wunderbar. KI-Verkehr ist im Übrigen ordentlich vorhanden, muss ich sagen. Also typisch 3D-Zug, haben wieder nichts gespart. Genau so soll es sein. So, Radebeul. Wenn wir gleich überfahren. Dann können wir prompt eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 130 reingedrückt. Aber dem ist dann halt so. Bin gespannt, ob wir hier noch 200 fahren dürfen auf dieser Strecke. Also der Teil der Strecke noch kommt. Aber jetzt ist erstmal Bremsen angesagt. Schaffst du das von alleine? Rollwiderstand? Jawohl. So, jetzt geht es hier über die Strecke da unten links. Fahren wir jetzt schön drüber. Das zeige ich euch gerne mal von außen. Wunderschön. Es war übrigens rechts, die Strecke war rechts. Wie komme ich denn auf links? So, 160, wunderbar. Übrigens, ich habe eine schöne bzw. eine tolle YouTuberin kennengelernt, die ja auch einen eigenen Kanal hat und spielt unter anderem sehr, sehr funny Bus-Simulator und ich verlinke euch gerne zum Ende den Kanalnamen. Dann könnt ihr sie gerne mal besuchen und wenn ihr wollt, auch ein Abo dalassen. Also sie ist wirklich macht das sehr, sehr in einem sehr lustigen, in einer sehr lustigen Art und Weise. Und ich habe mir gestern die Video mal angesehen und sehr, sehr nice. Spielt ja ganz toll Bus-Simulator und falls ihr da Interesse habt, lasst gerne ein Abo da. Sie wird sich freuen und tut ihr und mir einen Gefallen, lasst ein Abo da, einen Daumen nach oben da und wie gesagt, ich verlinke euch gern zum Ende den Kanal und könnt ihr da mal eine Stippvisite machen und ihr gerne mal da Support da lassen. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. So, 140 und 120.
37 Kilometer bis Riesa. So, 160 in Kürze. Hier ist aber auch weit und breit nichts. Und bitte. Wir wollen ja nicht zu schnell werden hier. Wunderschön.
So, 130. Auf einer bis jetzt sehr drögen Fahrt. Leider, muss ich ehrlich sagen. Leider. Ich habe mir mehr erwartet. Aber wer weiß, wir sind da noch lange nicht in Leipzig. Da ein Güterzug. Ja. So, Riesa ist dann auch nicht mehr weit. Dann mal schauen, was passiert. Denn in dieser Fahrzeit soll es noch eine Situation kommen, dass uns dass ein Straftäter mit in unserem Zug sitzt unter den Fahrgästen und die Bundespolizei sich die Ehre gibt in Riesa. Und, ich weiß nicht genau, in welchem Teil das ist. Von daher kann ich euch leider nicht sagen. Lass uns einfach mal überraschen, würde ich sagen. Also die Strecke scheint sehr Güterzug befahren zu sein. Bist du das Gefühl? Also uns kommt mehr Güterzug entgegen als Personenverkehr. Aber vielleicht ist das auch so halt. Man weiß nicht. Ich weiß es zumindest nicht. So, 6,5 Kilometerchen noch. Bis zum nächsten Halt. In Riesa.
müsste sich jetzt auch gleich. Unser Ansager wieder zu Wort melden. Und habe ich nicht gesagt, die Strecke ist sehr Güterzug befahren? Ich weiß nicht, ob das nur in diesem Simulator so ist oder ob das generell so ist. Aber uns kommt wirklich nur, also so gut wie nur Güterzug entgegen. Also bis auf diesen einen IC und eine oder die andere S-Bahn ist uns da noch nichts entgegengekommen an Personenverkehr. Aber dem ist dann wahrscheinlich so. Meine Damen und Herren, in Kürze erreichen wir Riesa. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung links. Alle Ihre vorgesehenen Anschlusszüge werden hier erreicht. Wir bedanken uns bei allen Fahrgästen, die hier aus- oder umsteigen und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Nächster Halt Riesa. Ausstieg in Fahrtrichtung links. So sieht's aus. Rollen hier schön geschmeidig in Riesa ein. Türfreigabe. So. Öffne die Türen. So, ich würde sagen, fürs Erste war es das. Ich würde das Video hier splitten, weil es sind jetzt doch noch ach gut, 65, 66 Kilometer bis Leipzig. Und aus videotechnischen Gründen, beziehungsweise um die Länge nicht allzu sehr zu strapazieren, würde ich das Video hier einfach splitten. Wird dann im nächsten Video da weitermachen und wir würden uns dann bis Leipzig begeben. Und wenn euch dieses Szenario bis hierher gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann macht wie immer gar nichts. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Dedenis Spieters. Ciao, Servus und Tschüss. Macht's gut. Bye, bye.